Moin meine Lieben, willkommen zur VR Community Kreativ Challenge 2021. Das hier sind die Arbeiten aus dem Monat April. Und da ich der Einzige bin, der diesmal was mit Tilt Brush gemacht hat, fange ich einfach mit meinem Bild an. Ich habe zum Thema Götter, das war ja unser Thema, Götter, ja, und alle haben sehr, sehr krasse Sachen gemacht. Ich habe mich hingesetzt und mit Tilt Brush gearbeitet, weil es bei mir mal wieder schnell gehen musste. Ich hatte die letzte Woche dann doch nicht so viel Zeit. Und das hier ist mein Berggott. Ich nenne ihn Gonsom. Nein, Helgom. Helgom. Der Berggott Helgom. Und der trifft eines Morgens bei seinem täglichen Spaziergang, ja, die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, plötzlich ein Wanderer, und der ist genauso erschrocken, da. Denn der sieht zum ersten Mal in seinem Leben einen Berggott. Aber man muss auch gar keine Panik haben, solange der Wanderer nämlich den Bergen keinen Schaden zufügt, ist der überhaupt nicht interessant für Gonsom, den Berggott. Der stapft nämlich hier morgens einfach hin und her, streichelt die Berge, kümmert sich um sie, sorgt dafür, dass es ihnen gut geht, und bietet auch dem Vogelschwarm da oben eine schöne Heimat. So ist das, wenn man ein Berggott ist. Ja, das ist mein kleines Bild. Ich hatte ehrlich gesagt auch die Idee von so einem Altar, wo selbstverständlich irgendwie ein Typ steht, der wie eine Trophäe, eine VR-Brille, eine PSVR hochhält und alle anderen wie in so alten Ölgemälden bewundern ihn dafür und beten zu ihm etc. Also so eine klassische christliche Ölgemälde-Szene, aber das war mir dann einfach zeitlich nicht möglich, das hinzukriegen. Und durch einen kleinen Trick, passt mal auf, ich zeige euch mal das. Ich habe nämlich diesen ganzen Berggott eigentlich nur aus so einem Element zusammengebaut hier. Das ist ein relativ viereckiger Klumpen, der aus lauter kleinen Klumpen besteht. Ich habe versucht, hier ein bisschen mit den Farben zu changieren, dass das ein bisschen halt nicht alles so ein Ton grau ist, sondern dass das so ein bisschen in verschiedene Richtungen geht. Ja? Und aus so einem Klotz besteht eigentlich das komplette Grundgerüst von unserem Bergriesen hier. Und dann habe ich noch da und da ein bisschen Sachen geaddet, und das Moos ist auch ein ganz einfacher Stroke hier, ja, zack, der ist perfekt. Da versuche ich dann auch in verschiedenen Grüntönen zu arbeiten, damit das ein bisschen changiert und dadurch ein bisschen natürlicher wirkt. Ja, das ist mein Bild diesmal. Ging sehr, sehr schnell. Ich glaube, ich habe dafür diesmal insgesamt so circa 2 Stunden gebraucht. Ja. Da war das letzte Ding schon deutlich aufwendiger. Nee, stimmt gar nicht. Das letzte war ja unsere Filmgeschichte. Das ging auch relativ zügig. Und hier muss ich ehrlich sagen, wäre es eigentlich sehr spannend gewesen, auch gerade durch diese einfache Technik, die ich benutzt habe, das auch mal in Dreams zu machen. Ja? Vielleicht kann ich mich ja nochmal zusammenreißen und das übertragen. Das wäre vielleicht noch ganz nett, denn ich habe das Gefühl, für so eine Art von Bild mit bisschen Stimmung und so ist Dreams eigentlich prädestiniert. Die Bäumchen übrigens sind auch wieder nur diese Strokes mit ein bisschen dickeren Teilen dazwischen. Ja, ist alles sehr raw angedeutet, auch unser Wandersmann hier. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Das ist mein Bild für die Challenge Götter im April 2021. Machen wir mal weiter. Moinsen, moinsen, meine Lieben, hier ist Mo Tensen, und die gute Debo hat natürlich Diana, Göttin der Jagd, zum Thema Götter im April gemacht, und zwar für mich vollkommen erstaunlicherweise in Dreams, ja, meine Fresse, also auch Debo guckt sich sämtliche Software an, und der Olle Mo Tensen bleibt immer bei Tilt Brush. Ich muss mal langsam ran, aber jetzt bin ich gespannt. So, wir gehen mal rein, biam, biam. Und ja, bitte in VR. Oh. Das ist sogar animiert, glaube ich. Okay. Die Sonne. Bäume. Ah, ich habe so viele Fragen. Mich würde mal interessieren, ob die hier diese Lichtreflexe an den Bäumen rangemalt hat, oder ob die
durch Licht entstehen. Auf jeden Fall sehr schön. Ich höre auch ein bisschen Musik. Oh. Aha, da sind wir schon. Ach, das ist ja der Allerliebste. Das ist sie, Diana, Göttin der Jagd. Sehr cool. Ich guck gerade die ganze Zeit, wo sie hinschießt, aber ich glaube einfach nur so in die Richtung. Aber sehr spektakulär gemacht, ja, mit der brennenden Sonne im Horizont, am Horizont, die untergeht. Gucken wir mal. Aber auf jeden Fall Respekt, meine Fresse, ey. Das, oh, ja, guckt euch das an. Ja. Jetzt können wir ein bisschen rumraufen. Vor allen Dingen die junge Dame hier, die ist einfach mal so 5 Meter groß, ja. Guck mal, da oben steht die Kamera, die wo animiert hat. Das ganze Ding ist halt auch sehr visuell, ne? Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ah, das ist der Animationsding. Das ist ja cool. Jetzt sehe ich sowas auch mal. Zeitachse, ja? Also, vor allen Dingen, Debo hat nicht nur ein Diplom in Rec Room, ja, da haben sie ja mit dem jetzt Noob Nation Team schon super viel gebaut, sondern sich jetzt wirklich auch schon Gravity Sketch angeguckt und da ein Bild gemacht und Tilbrush sowieso und so weiter. Wobei, Tilbrush bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, muss ich gestehen. Egal, auf jeden Fall fetter Scheiß. Ja, Diana, Göttin der Jagd. Oh, sogar mit sehr aufwendigen Ohrring her. Guck mal, sogar der Ohrring ist ein stilisierter Bogen mit Pfeil. Das ist ja mein schönes Detail. Finde ich großartig. Respekt. Echt krass. Würde ich mir jetzt so in Dreams halt noch nicht zutrauen, ne? Cool gemacht. Ich versuche mal mit den Strahl hier nicht die Objekte zu treffen. Dann kriegen die nämlich immer so eine weiße Outline. So, wo schießt sie hin? Ist da noch ein Easter Egg? Nein, ne? Ich habe das noch nie gemacht, ja. Ich habe noch nie einen Remix in einer... Ah, das ist die Steuerung für die Musik. Oder was? Oder für den Himmel? Sonne, Himmel. Das ist ja total verrückt. Auswählen. Kann ich dann was machen damit? Mann, ey, ich weiß nicht mal, wie ich das jetzt... Oh, guckt euch das an. Das ist ja cool. Diese schraffierte Sonne. Ah, und das beantwortet auch meine Frage übrigens, ja. Tatsächlich werden hier die Strokes beleuchtet von der Sonne. Oh mein Gott, ist die Software so cool. Das ist so geil. Nice. Fantastisch. Danke, Debo. Macht sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Nächster. April-Challenge, Thema Götter. Und zwar habe ich das allsehende Auge gebaut, bekannt vom 1-Dollar-Schein. Das sollen ja angeblich die Illuminaten draufgepackt haben. Und um damit eine neue Weltordnung einzuläuten. Und ja, das symbolisiert aber eigentlich nur das Auge Gottes, was darüber wacht, dass die Amis keinen Blödsinn machen sollen und alle anderen auch nicht. Ja, ich hatte erst nur die Pyramide gebaut und das hatte dann die Idee, dass das Auge ja auch dann dem Charakter folgen sollte. Fand den Effekt ganz witzig. Und ja, hatte so Spaß hier auf der Pyramide rumzuklettern. Und hatte dann auch versucht, so irgendwie hochzukommen, über die Kanten und so, die da drinnen waren. Und ja, hatte dann aber so Spaß, dass ich dann einen kleinen Jump-and-Run-Level im Prinzip daraus gebaut habe, wo man versuchen muss, eben nach ganz oben zu kommen. Hab hier offensichtliche Sachen reingemeißelt. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen, um zu sehen,
wo es lang geht. Und ja, man schafft es auf jeden Fall nach ganz oben. Was ist das? Versucht es noch einer. Den will ich nichts zu tun haben. Also man schafft es auf jeden Fall nach ganz oben. Das habe ich jetzt schon mehrmals ausprobiert. Und ich habe auch schon überlegt, dann die Verlosung so zu machen, dass wer als erstes bis nach ganz oben schafft, dann etwas Schönes gewinnen kann. Ich habe jetzt 222 Abonnenten. Ups. Der nervt ein bisschen. Ja, wollen wir mal gucken, ne? Also auf meinem Kanal werde ich dann demnächst, glaube ich, das mal starten. Ja, dann würde ich sagen, hier ist ein bisschen buggy hier. Den hat der Grader gebaut, aber ich habe ihn verbuggt. Alles klar, dann so viel zum Thema allsehendes Auge. Haut rein, ciao. Hey Leute, Daniel hier. Willkommen zu meinem kleinen Beitrag. Und ich habe hier mal mir eine kleine Bühne, einen Vorhang aufgebaut. Und ja, lass uns doch mal den Vorhang öffnen. Hallo. Ja, meine Szene zum Thema Götter. Ein recht bekanntes Kunstwerk. Wir schauen uns gleich auch mal die Referenz dazu an. Aber ja, ich wollte mal was Organisches, Dynamisches machen und mich hier ein bisschen ausgetobt. In Gravity Sketch wieder mit den bekannten Tools. Und habe dafür hier dieses Volumen-Tool benutzt, was man auch als Tilt-Brush kennt, und Strokes für die Haare und Bart. Und zeige euch gleich noch ein bisschen zu der Vorgehensweise. Wir können uns das Bild ja nochmal hier anschauen, zu verschiedenen Winkeln. Zoom, so, der Gute sieht ein bisschen böse aus, aber naja. So, und dann schauen wir nochmal kurz auf die Referenz. Das Bild. Ich habe es mal sicherheitshalber hier ein bisschen geschwärzt. Die Erschaffung Adams von Michelangelo Buonarroti. Ja, in der Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle. Ist relativ bekannt eigentlich. Und ja, das habe ich mir als Vorlage genommen. Und ich bin so vorgegangen, dass ich mir so eine Puppe hingestellt habe und die Symmetrie eingeschalten habe, sodass ich erstmal mich nur um eine Seite kümmern muss und quasi dann hier angefangen habe und einfach erstmal gebaut habe. Und Gesicht und so weiter. Und dann hatte ich das Ganze, habe das gebaked, also wenn ich die Puppe jetzt mal wegschiebe. Gehe ich hier auf die Punkte und dann sage ich Bake Mirrored, und jetzt kann ich die hier einzeln bewegen bzw. alle zusammen. Und das habe ich getan, dann bin ich hochgegangen und habe mir die Puppen zurechtgeschoben, so wie es in dem Gemälde aussieht, so als Hilfe. Ich ziehe es mal vorne. Und das Coole an diesen Puppen ist ja, dass man, wenn man sie importiert von der Bibliothek in Gravity, dass du die dann positionieren kannst, und das geht echt super einfach und schnell und ist eine große Hilfe für Leute wie mich, die sich nicht so super mit Anatomie auskennen bzw. das definitiv nicht freihand modellieren könnten. Und ja, so hat man recht schnell sich diese Pose dahingeschoben. Und ja, dann bin ich hingegangen und habe irgendwie hier mir so einen Arm gruppiert, dann Unterarm, und dann kann man sich das auch so recht schieben, und ja, hat dann recht schnell irgendwie die Pose. Und dann habe ich hier und da natürlich noch ein paar Polygone, ein paar Volumenkörper hinzugefügt oder weggelöscht, und so hatte ich dann recht schnell das Gemälde oder das 3D-Gemälde. Ja, und dann von da an bin ich nochmal einen Schritt weitergegangen. Das öffne ich jetzt.
Und hier jetzt nochmal der weitere Step. Allzu viel zur Interpretation möchte ich hier gar nicht sagen, das möchte ich jedem selbst überlassen. Wir schauen es uns nur nochmal im Detail an. Wir haben hier unseren Adam, der auf ein Handy oder ein Device starrt und davon bestrahlt wird. Nur unseren Göttervater. Oder ist es was anderes? Zumindest zersetzt er sich teilweise scheinbar in seine Einzelteile. Es kommt ein metallisches Gerüst zum Vorschein mit Kabeln. Und sehen wir da Funken oder Kurzschlüsse oder schießt er Blitze? Man weiß es nicht. So, und das Ganze wurde dann von mir auch nochmal gerendert. Und die Renderings seht ihr dann jetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hallo, ihr kreativen Seelen da draußen. Ich würde euch ganz gerne als Einleitung zeigen, wie ich die Götter-Challenge angefangen habe. Und zwar habe ich mir erstmal ein schönes Referenzfoto rausgesucht. In diesem Fall ist es die Robin Wright. Eine sehr schöne Frau mit günstigerweise ziemlich maskulinen Gesichtszügen, wie ich finde. Die kommen mir zugute, da ich Artemis modellieren möchte und diese hat einen Zwillingsbruder namens Apollo. Und um die Arbeit etwas effektiver zu gestalten, habe ich mir gedacht, ich kopiere einfach das Gesicht noch einmal und lasse dann die Gesichtszüge von ihrem Zwillingsbruder einfach männlicher wirken. Ihr werdet das Ergebnis sehen. Artemis ist die Göttin der Jagd, die Göttin des Mondes, Beschützerin von Frauen und Kindern, während Apollo, ihr Zwillingsbruder, eher der künstlerische Teil der beiden ist und der Gott der Sonne und der Kunst, wie gesagt. Und was daraus geworden ist, das seht ihr jetzt. Hallo ihr Lieben, hier ist der Morris. Wir haben das Thema die Götter. Und ich habe mir zwei Götter ausgesucht. Zwei fiktive Götter, sogar einen fiktiven falschen Gott. Und das ist ein Film aus den 70er Jahren, 1974, mit Sean Connery, Zardos. Und
Ich will euch mal ein Referenzbild zeigen, wo ich sagte, nee, also das, da war es um mich geschehen, da musste ich Zardos machen. Nee, das ist der falsche. Das ist ja der Io, Zardos da. Na, Jungs, ist das heißer Scheiß und Mädels? Das ist Sean Connery in den 70ern, als Männer noch echte Männer waren. Zumindest wenn man die Körperbehaarung als Indikator nimmt. Ja, sowas passiert, wenn man den Damenfriseur das Kostümdesign übernehmen lässt. Aber heiß, oder? Sean Connery, Jungs, ja. Zardos ist ein Film, spielt in der Zukunft. Da gibt es eine Menschengruppe, die lebt, ist unsterblich, lebt unter einer Glaskuppel und unterdrückt die anderen über einen Gott, über diesen falschen Gott Zardos. Zardos ist ein riesiger Steinkopf. Ja, und da habe ich habe den mal ganz früher gesehen, den Film. Da war ich, was ich, Anfang der 80er, noch ganz jung, 10, 12 Jahre. Und der hat mich ziemlich verstört, der Film. Also ich bin mit Biene Maja und Pinocchio aufgewachsen. Das war schon ganz komisch. Und der kam mir irgendwie. Und wie gesagt, wo ich das Bild gesehen habe, da ist es um mich geschehen. Der erste Film. Und was ich gemacht habe, das ist alles, ihr könnt mal gucken auf YouTube. Zardos Prolog mal eingeben. Und da, das ist eigentlich die Öffnungsszene, was ich da so abgefilmt habe, mehr oder weniger, die ich gemacht habe. So, Zardos. Und das zweite war, da habe ich den blinden Io. Das ist ein Charakter aus der Scheibenwelt von Terry Pratchett. Den bin ich ja später angefangen. Das kam mir irgendwann. Ich dachte, Mensch, Terry Pratchett, wer die Scheibenwelt kennt, der weiß, das ist ja ein riesiges Komplex, die Scheibenwelt, mit so vielen Charakteren. Habe ich einfach mal eingegeben unter Google und dann kamen auch gleich ein paar Götter. Ich bin erst mit der Schildkröte angefangen, ist auch ein Gott, ne, wo die Elefanten draufstehen. Aber bin dann doch irgendwie beim Io hängen geblieben, weil, ich zeige euch mal den Io, die Bilder habe ich gefunden, fand ich ein bisschen, naja. Also der Io ist der oberste Gott der Scheibenwelt, verkörpert auch einige Donnergötter, hat mehrere Hämmer und dadurch hat er auch mehrere Perücken, um sich dann wieder in verschiedene Rollen zu buxieren. Und der hatte mal zwei heilige Vögel, die Raben, und nach einem Unglück mit seinen Augen hat er ihnen den Titel wieder aberkannt. Und das kommt auch in meinem Film vor, also die beiden Raben, die versuchen seine Augen zu fressen. Und bei mir hat der blinde Io seine Augenbinde nicht auf, ist auch nicht so muskulös. Und der Grundgedanke war, ich kann euch das einmal ganz schnell zeigen. Ich hoffe, die Zeit reicht. So, kennt ihr das? Zack, 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 zack. Machen wir mal einen Strich. Wenn man einen Layer hat, kann man auch einen Strich machen. Ja. Und den mache ich mal ein bisschen krumm. Man hat ja so viele Möglichkeiten hier. Und mach hier mal eben schnell ein paar Einzelbilder rein. Nicht da hinten. Oh Gott, siehst du, geht schwer los. Leute, vergesst das. Ich nehme den Strich. hau den in einen anderen Layer rein. So. Geh auf zurück. Kopiere dieses Einzelbild. Ganz oft. So, das reicht. Und lass das hier mal in einer Schleife laufen. Jetzt drücke ich auf Play und gehe auf mein Morphing-Tool hier und kann jetzt in Echtzeit quasi den bewegen. Ja? Ist jetzt nicht ganz so doll, aber sieht sehr natürlich aus. Und da hatte ich gleich, das kam mir gleich irgendwie, das könnten da auch irgendwie Sehnerven sein, Stränge, die aus den Augen gucken. Und die sich dann, die Szene ist, der Io sitzt auf seinem heiligen Berg und versucht dann halt die Raben zu verscheuchen. Und er schickt seine Augen aus. Das sind ja fliegende Augen und die berichten ihnen dann visuell, was in der Welt los ist. So, das ist so die Grundstory. Ist gar nicht immer so einfach, sich was aus den Fingern zu saugen. Ne? Ja, das sind so meine beiden Dinger. Und jetzt geht's zu den Filmen. Viel Spaß wünsche ich euch und tschüss.
Zardos speaks to you. The gun is good. The penis is evil. Zardos has spoken. Leute. So, der Peter Pitt, der hat uns schon wieder etwas in Unity gemacht. Allerdings diesmal hat er auch mit Medium moduliert. Also eine richtige VR-Kreation. So. Zack, zack, zack. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Bild. Ich mache das gerade hier über die Oculus Quest und R-Link. Deswegen ist es bei mir so ein bisschen mit Artefakten, aber die Stimmung kommt rüber. Meine Güte, ich sehe gerade, dass hier die Decke so durchlöchert ist. Ah, sehr schön. Offensichtlich ist der Tempel oder was das hier sein soll, ist ein bisschen gemischt. Ne? Es gibt so gotische Bögen und griechische Säulen. Okay. So, wir können teleporten, aber auch Smooth Turn machen, wenn ich einmal hier draufklicke. Und ich bin mir nicht sicher. Ist das Nofretete? Ich bin mir nicht sicher. Sieht aber unglaublich aus, die Dame. Guckt euch das mal an hier. Schöne Füße. Ich stelle mich mal hin. Ah. Sogar ganz anständiges Make-up. Wow. Peter. Tacker, tacker. So, bei mir ruckelt und zuckelt es hier alles ein bisschen. Ich hoffe bei euch nicht. Ich versuche, möglichst still zu halten. Und vielleicht sollte ich ja dann auch mich mal mit meinem eigenen Körper im Raum rumdrehen. Ja. Guckt euch das mal an, ja. Wir haben Partikel in der Luft. Ich bin auch hier, muss ich gestehen, ernsthaft neidisch, denn so schwierig ist das gar nicht mit Unity und so weiter und so weiter. Ich möchte das auch können. Das ist nämlich ganz toll, ja. Hier kommt so tolles Licht in den Tempel. Und es ist immer was sehr Großartiges, in seinen eigenen Konstruktionen rumzulaufen. Also wie gesagt, ich würde mal vermuten, wenn ich das hier so richtig sehe, der komplette Tempel ist mit Medium gebastelt. Und ich denke mal, die junge Dame
ist aber wahrscheinlich mit, wie heißt denn das Programm? Ich vergesse immer, wie das heißt. Ja, mit so einem PC-Sculpting-Programm mit einem sehr tollen entstanden. Großartig, großartig. Sieht fantastisch aus. Ja. Sehr professional. Abgefahren, abgefahren. Finde ich jetzt meinen Stuhl wieder? Ja, so, das ist die richtige Position. Sehr nett, Peter, unfassbar. Die Kirche würde ich auch schon hinbekommen. Den Tempel, meine ich. Was auch immer das hier ist. Verdammt nochmal. Deine gotischen Bögen irritieren mich irgendwie. Die haben mich rausgebracht. Ja, guckt euch das mal an. Ich werde die Echse wieder verlinken. Ja, das lässt sich auf jedem PC starten. Ich hatte diesmal allerdings Schwierigkeiten, das mit der Index anzugucken. Das hat nicht so geklappt. Das ging letztes Mal noch. Aber wenn ihr eine Oculus habt, so wie ich jetzt, ich bin gerade mit der Quest über Airlink auf PC, dann funktioniert das auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, dann habt ihr sogar die Wahl zwischen Teleportation und Smooth Movement. Großartig geworden, ja. Vor allen Dingen hier in dieser Game Engine sieht natürlich das Gold von dem Korsett und von der Mütze einfach fantastisch aus, ne? Das ist ein fantastisches Shading. Niceness. Alright, ja, Peter, großartig. Also, viel Respekt, großen Applaus. Mutensen ist raus. Mach's gut. Baba. Ja, mein Lieben, das war die April-Challenge mit Göttern. Ganz interessant. Ich habe leider das Gefühl, dass der aktuelle No Man's Sky-Event ein paar Opfer gekostet hat. Ja. Der Justin und der Grader haben ja sonst auch immer mitgemacht. Jungs, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Aber fantastische Arbeiten. Also, das wird immer besser und immer komplexer, was die Leute machen. Sehr, sehr erstaunlich. Und damit ist dann auch die nächste Challenge jetzt einfach wieder am Anfang. Wir voten diese Woche. Am kommenden Wochenende wird dann das neue Thema bekannt gegeben. Und dann geht es weiter. Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich es nochmal schaffe, mir auch eine andere Software anzugucken. Am Ende lande ich immer mit Tiltbrush, weil ich da natürlich momentan schon am sichersten bin. Aber dafür machen wirklich alle anderen massive Fortschritte. Großen Respekt. Falls ihr interessiert seid, ja, dann macht bitte auch mit. Es geht nicht darum, wer hier der größte Künstler ist oder so, sondern tatsächlich über seinen Schatten zu springen, seine Ideen zu visualisieren, einfach was zu machen, ja, kreativ zu sein. Dazu seid ihr herzlich eingeladen, kommt dann in diesen Discord. Ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dieses Video und die Künstler, die hier alle mitgemacht haben, auch supportet, indem ihr ein bisschen liked und das shared und auch sehr gerne im Video hier kommentiert, ja, damit ist das ein bisschen sichtbarer auf YouTube, dann sehen das mehr Menschen und vielleicht findet sich noch der ein oder andere, der mitmachen will. Ich würde mich sehr freuen. Bis Dansen, Mutensen, ich bin raus.